Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transportfieber 3 Flussland. Oh, der fällt jetzt hier perfekt los. Den wollte ich nämlich gucken. So, ich wollte das sehen. So, erstmal rauszoomen. Wie viel der gerade transportiert und mitgenommen bekommt. Ein 40, der wird nicht voll werden. Steht schon mal fest. Wie ist denn hier die Taktfrequenz von. Dem ist es, glaube ich, ne? 37 Sekunden. Machen wir mal sofort ersetzen. Machen wir zumindest mal ein paar größere. Und dann schicken wir, würde ich sagen, noch ein paar mehr auf die Reise. Das wird die Taktfrequenz ein bisschen erhöhen können. 1, 2, 3, 4. Sollte, würde ich sagen, erstmal reichen. Vielleicht, mal gucken. Es wäre zumindest schon mal gut, dass das auch erhöht wird. Vielleicht wird dann auch mehr hier abgeliefert. Wir sind bei 58. Noch lohnt sich das nicht, dort weiter auszubauen. Aber das kann in der Zukunft auch sein. Ja, ich bin jetzt gerade überlegen. Ich wollte irgendwo. Irgendwas wollte ich in Gang bringen. Ich glaube, ich wollte einen Zug, der von hier nach dort fährt. Glaube ich. Okay, brauchen wir und. Hier nicht unbedingt. Da könnten wir die Werkzeuge dingstens produzieren. Die Werkzeuge könnten wir mit der Straße abholen. Wäre eine Möglichkeit. Die Blöcke muss ich eine Straßenlinie machen. Aber das Ding ist, es produziert halt immer so viel, ne? Das ist halt schon wieder ein bisschen sinnlos, was das betrifft. Da die Produktion hiervon ist zumindest schon mal sehr gut. Oben haben wir aber nichts davon, weil die Produkte sind ja. Schlager fällt ja auch mit da drunter, das ist halt das Ding. Ansonsten müssten wir halt dann vielleicht einen LKW, der halt immer mit Schlager hier runterfährt, nehmen. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.
Signal hin. Soll das auch was gewesen sein? Oh, wir haben jetzt 361 Millionen, holy shit. Dann könnten wir prinzipiell auch einfach mal so frech sein und ein paar mehr Loks uns holen. Für den ganzen Spaß. Kaufen wir uns die BR218. Und dann brauchen wir Wagen. Wir brauchen... Okay, von hier aus werden wir... Stahl nach dort liefern. Wodurch wir dann Werkzeuge rausbekommen. Die Schlake... Liefern wir dann höchstwahrscheinlich über die Straße. Ich hoffe mal, da wird nicht so viel transportiert von nach dort. Okay. Und das Stahl liefern wir halt mit, transportieren wir halt auch hauptsächlich nur der Rest über Straße. Deswegen brauchen wir... Das ist offene Güterwagen. Ja. Sprich, wir transportieren jetzt, das ist jetzt der Kohlezug. Das hat eine Höchstgeschwindigkeit von 160, was hat eine Lok für eine Höchstgeschwindigkeit? 140, okay, schon nicht schlecht. So, Güterwagen, nee, nicht Güterwagen, offener Güterwagen, so. Ich möchte gerne Kohle haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben 160 Meter genommen, ne? Dann machen wir auch ungefähr 160 Meter. Dann haben wir 130. Dann. Klonen wir das Ganze für 15,1 Millionen. Nicht schlecht. Dann dasselbe Spiel nochmal mit Lokomotive, mit der BR218. Das wollte ich gar nicht. So, offener Güterwagen. Jetzt bräuchten wir Eisenerz. Und das klonen wir dann auch für 15,1 Millionen. Hier wollten wir noch eine Landstraße bauen als Verbindung. Die Ausbesserung und die Verschönerung, die kommen alle noch. Okay, wir hätten das natürlich noch hier in der Verbindung machen. Die Schlake, die wollen wir allerdings... So gesehen auf direktestem Wege nach dort liefern. Dann würde ich sagen, haben wir hier einen Weg und binden das direkt hier vorne an oder möglichst da vorne. Ja, genau. Dann brauchen wir noch ein Depot für LKWs. Das soll dann hierhin geliefert werden. Das soll dann nach Niederhilbersheim, ne? Da müssen wir nochmal gucken, wo und wie und was. Und der Rest wird dann hier angeliefert. Perfekt.
Puh. Okay. Stahlwerk. Kann man nochmal speichern. Wir können das dann auch gleich auf die Strecke schicken. Eisenbergwerk und Kohlebergwerk. Kohlebergwerk heißt wahrscheinlich zumindest. So, dann schicken wir jetzt die Kohlezüge auf die Strecke. Ah, ne, wir müssen eine neue Linie machen. So war das. Neue Linie von hier nach dort. Jetzt müssen wir gucken, ob es auch wirklich auf dieses zweispurige eingehalten wird. Ob wir da noch manuell noch mal was einbauen müssen. Das sieht bisher aber sehr, sehr, sehr gut aus. Passt wunderbar. Das weiß ich natürlich nicht, was für Linien ich jetzt schon habe hier. Machen wir einfach Güterlinie. Güterlinie. Kohle. Siegrün Stahlwerk. Zug. Selbe Spiel machen wir natürlich auch mit der Erzlinie. So, ist auch zweispurig. Kann man schlecht sehen, ne? Das sieht aber zweispurig aus. Nee, hier nicht. Dann müssen wir hier wohl noch eine Bewegung einbauen. Wieso kann man die nicht verbinden? Ich habe doch bestimmt hier irgendwo was vergessen. Oder irgendein Abschnitt fehlt doch bestimmt. Warum will denn das nicht? Habe ich hier hinten noch was vergessen? Weil hinten fehlt dann die Stelle. Dass man das auch nicht sehen kann. Ah, hier. Jetzt aber wunderbar. So, benennen wir die auch mal eben um. Dann schicken wir die mal auf die Routen und kümmern wir uns danach noch mal um die anderen Dinge. Das hier ist Kohle. So, Erz und Erz.
Schauen wir uns einfach mal an, wie die hier vorbeifahren. Das ist Diesel-Lok, ne? Das ist gar nicht elektrisch. Aber die Elektrifizierung ist ein bisschen halb sinnvoll. Ich wollte gar kein Foto machen. Dann läuft das jetzt auch so langsam wieder rund. Es läuft langsam an. Produktion für den Transport auf Schienen. Würde ich sagen, lass aber normal rausfahren. Ich meine, es tut sich nicht viel. Können wir lieber neue Linien machen. Was jetzt den Transport für Stahl betrifft. Stahl wollen wir von hier nach dort haben. Güter. Stahl. Stahlwerk, Maschinenfabrik, Sigrön, ja, nennen wir es einfach mal Sigrön. Dann eine neue Linie. Von hier. Ach, jetzt müssen wir noch gucken, wohin, ne? Ins Blaue. Hierhin. Zack. Und das wären dann. Genau, wir produzieren Werkzeuge. Güter, Werkzeuge. Zeuge. Hilbersheim ist einfach mal nur. Hilbersheim Straße. Habe ich in der Straße noch einen Punkt gemacht? Ja. Wir wollen es auch einheitlich haben, ne? Da schauen wir jetzt auch. Dann bräuchten wir noch eine neue Linie, die jetzt Schlake. Ups, die Schlake transportiert. Güter, Schlake. Heilige Scheiße, wir müssen erweitern. Schlake. Rohrbruch. Also Schlake, hier. Baumaterial. Oh, dezent, ne? 323. Wir brauchen 3 Züge. So, jetzt aber erstmal Straßenfahrzeuge kaufen. MAN. MAN, wir brauchen jetzt erstmal Stahl.
Immer in Stahl. Stahl geht von hier bis dort. Das ist jetzt nicht so viel, was wir da brauchen. Erstmal. 1, 2, 3, 4, 5. Sollte erstmal reichen. Linie zuweisen. Stahlwerk, Maschinenfabrik, genau. Ups, das war jetzt verkehrt, das wollte ich nicht. Jetzt bräuchten wir Werkzeuge. Werkzeuge. Werkzeuge werden geliefert von hier nach dort. Der Weg ist ein bisschen länger. Deswegen holen wir uns 5, 6, 7, 8, 9, 10. Linie zuweisen. Die hier. Und dann brauchen wir noch eins für Schlake. Schlake wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr sein. Ich gehe einfach nur mal mit 5, also nicht so ganz so viel. Schlake. Das läuft auch schon an. Perfekt. So, hier natürlich auch eine Fahrzeugersetzung. Erstmal hier drauf. Fahrzeugersetzung. Was habe ich jetzt ausgewählt? Baumaterial. Dann wäre das Schlake. Ups, Schlake. Okay, auf 1 und auf 200%. Dasselbe Spiel haben wir dann hier, nur mit Maschinen bzw. mit Stahl. Stahl 200% und ein. Wobei, die Ersetzung, die mache ich später. Ich wünsche euch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es sieht im nächsten Video wieder. Von Transportfever 3% oder einem anderen Projekt. Nächste Folge werden wir dann uns um Dings kümmern, um den Güterverkehr, dass wir da hinten drüben noch 3 weitere Züge auf die Strecke bekommen. Vielleicht sogar 4, wir werden es sehen. Das mache ich wahrscheinlich jetzt direkt hier nach sogar. Mal schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch im nächsten Video wieder. Macht's gut.